Leider haben wir das passende Hintergrundgeräusch für diese Veranstaltung nicht. Wenige da drinnen und wenige unter euch sagt der Name Peyman Arif etwas. Peyman Arif hat 2009 wie Millionen anderen Iraner für Freiheit und den Sturz von Ahmadinejad demonstriert und wurde dafür zu einem Jahr Gefängnis und 74 Peitschenhieben verurteilt. Dieses Urteil wurde vor 2 Wochen exekutiert. Also bitten wir die Damen und Herren, die da drinnen mit denen sitzen, die Peyman Arif, der stellvertretend steht für hunderte andere Iranerinnen und Iraner, die ausgepeitscht, gefoltert, eingeknastet werden, die verschwinden und in den Gefängnissen misshandelt werden, sich vorzustellen, wie es sich anhört, wenn 74 Peitschenhiebe auf einen jungen Studenten niederschlagen. Das ist der wirkliche Hintergrundgeräusch des deutsch-iranischen Dialoges. Peyman Arif. Vielleicht ist Peyman Arif verhaftet worden 2009, weil er den Fehler machte, ein Siemens-Mobiltelefon zu benutzen. Ja. Siemens liefert die Überwachungstechnologie für das iranische Regime, mit dem Oppositionelle, mit dem Menschen, die Freiheit und ein Ende der Diktatur haben wollen, telefonieren. Das war vielleicht Peyman Arifs großer Fehler, dass er dachte, dass Deutschland nicht auf Seiten des Regimes steht. Peyman Arif war falsch. Vor wenigen Tagen hat Siemens einen 300-Millionen-Vertrag mit dem syrischen Schlechterregime, das mit iranischer Unterstützung in diesen Tagen die demonstrierende Zivilbevölkerung in Homs mit Artillerie zusammenschießt, unterzeichnet. Ein Zeichen, dass auch wenn Tausende von Menschen täglich auf die Straße gehen, um gegen eine Diktatur zu demonstrieren, deutsche Unternehmen, die schon zu Zeiten, als hier Herr Rosenberg saß, Zwangsarbeiter ausgebeutet haben, an ihrer alten Tradition anknüpfen. In diesem Ministerium, meine Damen und Herren, in dem Herr Rosenberg, der maßgeblich an der Lösung der Judenfrage beteiligt war, die heute Ahmadinejad und Konsorten zu Ende führen wollen, indem sie einen zweiten Holocaust gegen Israel ankündigen, war vielleicht auch Alois Brunner zu Besuch. Alois Brunner war später im Exil in Syrien und wurde geschützt vom Vater von Bashar al-Assad, Hafez al-Assad. Und das verweist auf die alten deutschen Traditionen, mit Schlechtern, Antisemiten und Diktaturen Geschäfte zu machen. Ungebrochen nach 1945. Und wir danken der deutschen Gesellschaft für auswärtige Politik, dass sie sich dieses Gebäude ausgesucht hat für ihre Dialoge. Denn alle im Iran, in Syrien und in anderen Ländern, die täglich auf die Straße gehen, um gegen Diktatur und für Freiheit zu kämpfen, sollen wissen, wo sie stehen, meine Damen und Herren. Und es gibt eines, das uns mit großer Genugtuung erfüllt. Erst kürzlich ist ein anderer guter Geschäftspartner Deutschlands, Gaddafi, ein bisschen, sagen wir, tragisch geendet. Man sollte nicht vergessen, dass das Gaddafi-Regime wie das Saddam-Regime von den Deutschen aufgerüstet wurde, dass das Giftgas, das gegen iranische Soldaten und kurdische Zivilisten eingesetzt worden ist, von Deutschland stammt. Und man sollte nicht vergessen, dass das Giftgas, das in Libyen heute noch lagert, aus Deutschland stammt. Man sollte nicht vergessen, dass als die libysche Bevölkerung aufgestanden ist, gegen diesen Diktator Deutschland ihr die Unterstützung entzogen hat. Aber die Menschen, meine Damen und Herren, vergessen nicht. Als kürzlich in Tripoli die Befreiung von Gaddafi, noch nicht die Freiheit. Die Freiheit wird lange dauern und ein harter Kampf sein. Als die Befreiung gefeiert wurde, wurde ein Land nicht eingeladen. Und das war Deutschland. Sie können heute Dialoge mit dem iranischen Regime führen.
Es wird zwei Alternativen geben. Durch ihre Mutschuld wird entweder der Iran die Atombombe bauen und einsetzen und Sie im Ministerium von Rosenberg werden mitverantwortlich für einen zweiten Holocaust sein und wir werden Sie mitverantwortlich machen. Oder, und dafür hoffen und kämpfen wir, Ahmadinejad wird, wie dieses ganze Regime, Herrn Gaddafi, Herrn Saddam Hussein, Herrn Ben Ali und Herrn Mubarak und Herrn Assad auf den Müllhaufen der Geschichte folgen. Und wenn die Menschen im Iran, für die dieser Drecksack da drin nicht steht, wenn die Menschen im Iran, in Teheran feiern und wenn auf dem Dann Azadi Square, dem Freiheitssquare in Teheran, Millionen Menschen die Befreiung von Unterdrückung, von Verdummung, von Frauenunterdrückung etc. feiern, dann hoffen wir, dass ein Land nicht eingeladen wird. Und das ist Deutschland. Und in diesem Sinne sagen wir Azadi und es wird kommen. Dieses Regime wird fallen und die Papiere, die Sie dort unterschreiben, können Sie dann als Klopapier benutzen. Und in diesem Sinne rufen wir für all die Menschen in den Gefängnissen. Und nur zur Erinnerung, alleine im Januar sind offiziell 83 Menschen im Irak exekutiert worden. Das sind alle 8 Stunden einer. Sie, meine Damen und Herren, machen sich Sorgen, wenn ein Saddam Hussein exekutiert wird und kommen mit dem Völkerrecht. Junge Menschen im Iran, die gehängt werden, ausgepeitscht werden, interessieren hier niemanden für ihren Dialog. Deshalb rufen wir hier alle zusammen, Mark Ba, Jumhuri Islam! Mark Ba, Jumhuri Islami! Mark Ba, Jumhuri Islami!